Ich möchte zunächst erstmal auch alle Gäste hier herzlich begrüßen, insbesondere die, die nicht unserer Partei angehören, liebe Doro. Da freuen wir uns sehr, dass du mal wieder bei uns auf dem Landesparteitag bist. Ich weiß, das letzte Mal war es, glaube ich, vor den Koalitionsverhandlungen. Ist das richtig? Ja. Auf jeden Fall wirst du heute zu uns sprechen und ich gehe mal davon aus, dass du nicht nur freundliche Sätze für uns heute übrig haben wirst. Lieber Bogdan, herzlich willkommen bei uns. Bogdan ist der Vorsitzende der SLD in der Woiwodschaft Lubuskie. Die SLD hatte vor wenigen Wochen Wahlen und ein sehr erfolgreiches Wahlergebnis nach einer Regierungsbeteiligung. Das kommt ja nicht so häufig vor. Zum Dank ist sie jetzt leider in die Opposition gegangen. Auch das kommt hin und wieder vor, dass Erfolg solche Dinge zur Folge haben kann. Herzlich willkommen, lieber Bogdan. Herzlich willkommen auch den Genossen aus Nordrhein-Westfalen. Das ist das erste Mal sozusagen, dass wir einen offiziellen Teilnehmer des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen hier begrüßen dürfen. Der Genosse Gysi hatte ja mal die geniale Idee, dass man sich näher kennenlernen sollte bei einem Glas Rotwein und einem Bier. Und du lernst du uns erstmal hier beim Reden kennen. Ich hoffe, du verträgst das alles gut, was wir hier heute zu sagen haben. Und wir werden in Zukunft eine gute Zusammenarbeit mit dem Landesverband Nordrhein-Westfalen, der ja auch in einer sehr anspruchsvollen, komplizierten Situation ist, entwickeln. Liebe Genossinnen und Genossen, ich habe, das habt ihr der Tagesordnung vielleicht entnehmen können, etwas mehr Zeit bekommen zum Reden als sonst. Ich hoffe, das erschreckt euch nicht. Ich glaube aber, es gibt eine ganze Menge auf diesem Parteitag miteinander zu bereden und insofern habe ich als Landesvorsitzender auch einiges dazu zu sagen. Denn wir müssen uns nicht nur den tagespolitischen Fragen stellen, sondern auch der Frage, die in der Programmdiskussion miteinander diskutiert wird, was hält die Linke im Innersten zusammen? In welcher Situation befinden wir uns? Dazu müssen wir auch einmal über den Brandenburger Gartenzaun hinausschauen. Wir können uns heute nicht nur mit Grundstücksverkäufen, unehelichen Kindern und der Beseitigung von Tierkörperkadavern beschäftigen, so wichtig das auch für den einen oder anderen hier heute sein mag. Liebe Genossinnen und Genossen, wir stehen mitten in einer Programmdiskussion und ein wesentlicher Teil dieser Programmdiskussion ist die Debatte um Regierungsverantwortung. Ihr wisst, insbesondere um die rote Haltelinie gibt es eine kontroverse Debatte in der Partei. Kerstin hat sich dazu geäußert, wie ich finde, in sehr guter Art und Weise. Und wir hatten vor kurzem eine Fraktionsklausur in Magdeburg. Da sprach Wolfgang Medling dazu zu uns. Wolfgang, ein von uns allen sicherlich hochgeehrter ehemaliger stellvertretender Ministerpräsident, hat in dieser Debatte gesagt, er wünsche sich noch viel mehr rote Haltelinien im Programm, als dort gegenwärtig formuliert sind. Ich habe vor Wolfgang großen Respekt, musste an der Stelle aber einfach erstmal zur Kenntnis nehmen, dass es uns bereits beim Abschluss des Koalitionsvertrages in eine Situation getrieben hat, in der wir eines der dort vorgeschlagenen Kriterien nicht halten konnten. Ihr kennt das alle. Und es beschäftigt uns bis heute. Und wir haben gemeinsam im Landesverband darüber nachgedacht, wenn es möglicherweise rote Haltelinien nicht sein können, was könnte dann möglicherweise ein alternativer Vorschlag sein, eine Idee, wie man trotzdem als Linke auch in Regierungsverantwortung kenntlich bleiben kann. Und liebe Genossinnen und Genossen, ich bin zu der Auffassung gekommen, dass es vielleicht eher rote Handlungslinien sein sollten, die uns Regierungsbeteiligung ermöglichen und die uns unterm Strich auch in Regierungen erkenntlich bleiben lassen. Ich will an dieser Stelle auch sagen, dass ich glaube, dass es uns nichts bringt, wenn wir uns permanent mit Stoppschildern umgeben. Wer sich nur mit Stoppschildern umgibt, kann bestenfalls auf der Stelle treten. Lothar Bisky sagt dazu, erfolgreich auf der Stelle trampeln. Und ich glaube, dass das in der Tat im Moment die Situation der Partei ist. Wer auf der Stelle tritt, kommt in einer dynamisch sich verändernden Welt nicht mehr voran. Er verliert den Anschluss, kommt zu spät und wird am Ende bestraft. Irgendwann gibt dann auch noch der Boden nach und man verschwindet im Schattenreich der Geschichte. Wenn aber die alten Lieder nicht mehr stimmen, liebe Genossinnen und Genossen, es nur wenige Menschen gibt, die nach steinigen Wegen in die Zukunft suchen und die alten Lösungen nach über 70 Jahren Praxis gescheitert sind und das Kriterium der Wahrheit ist nach Marx und nicht nur nach ihm immer noch die Praxis, dann erhebt sich zu Recht die Frage,
wo und wie findet man diese Handlungslinien für die Linke? Woran orientieren wir uns in der Politik? Wodurch unterscheiden wir uns von politischen Konkurrenten? Nicht nur durch Losungen, sondern vor allem in unseren Handlungen. Das, liebe Genossinnen und Genossen, bewegt uns gerade auch hier in Brandenburg. Und wir werden an vielen Stellen des Landesparteitages genau über diese Frage miteinander diskutieren. Nun erhebt die Linke oft den Anspruch, für die Mehrheit der Bevölkerung zu sprechen. Zunächst ist festzuhalten, dass das die Mehrheit bisher noch nicht so sieht, bis jetzt jedenfalls nicht bei Wahlen. Aber nehmen wir einmal an, es wäre so und es erhebt sich die Frage, was will die Mehrheit? Gibt es so etwas wie einen Mehrheitswillen, vielleicht sogar einen universellen, der nicht nur für einzelne Gruppen und Schichten in der Gesellschaft gilt, sondern in der Regel für eine Bevölkerungsmehrheit? Was lässt sich dann von Nordafrika bis Irland, und Brandenburg liegt ja irgendwo dazwischen, finden an Gemeinsamkeiten? Woran könnten Kriterien für Linkes nicht nur Regierungshandeln liegen? Die Entwicklungen der letzten 20 Jahre und vor allem auch die aktuellen zeigen, was in immer mehr Ländern Mehrheiten wirklich wollen. Erstens, liebe Genossinnen und Genossen, sie wollen Demokratie und freie Wahlen. Nordafrika zeigt erneut nach 1989-90 in Osteuropa und auch hier im Osten Deutschlands, undemokratischer Zentralismus und Autoritarismus sind Auslaufmodelle politischer Herrschaft. Sie können oft nur noch gegen den Mehrheitswillen der Bevölkerung und mit Gewalt durchgesetzt werden. Freiheit und Demokratie werden global von immer mehr Menschen als Voraussetzung für die Erlangung von individueller Würde verstanden. Liebe Genossinnen und Genossen, der Auslöser für die Unruhen in Nordafrika war ein tunesischer Gemüsehändler, der von der Polizei misshandelt wurde, dem der Gemüsekarren weggenommen wurde, weil er sich damit ernähren wollte, aber keine Genehmigung hatte und der sich anschließend selbst verbrannt hat. Das war der Auslöser für die Unruhen, für die Revolution, die wir jetzt in Nordafrika haben. Dieser Mensch hatte seine Würde verloren, er hatte keinen Ausweg mehr gesehen, hat sich verbrannt und andere Menschen haben dieses Signal, dieses Fanal verstanden und haben sich auf die Straße begeben und ihren Diktator davon gejagt. Ja, da darf man ruhig klatschen. Liebe Genossinnen und Genossen, Mehrheiten wollen in ihren Ländern und in den internationalen Beziehungen Gewaltfreiheit. Der Versuch, mit innerstaatlicher Gewalt an der Macht zu bleiben bzw. politische Ziele zu realisieren, schlägt immer stärker auf die Anwender derselben zurück. Es gibt für Gewalt kaum bzw. eine sinkende Akzeptanz. Nicht einmal in einer Demokratie kann man Gewalt heute noch einsetzen, ohne sich möglicherweise damit politisch schwer zu schaden. Denken wir an Stuttgart 21, wo der Polizeieinsatz gegen Schülerinnen und Schüler eine entsprechende Reaktion in der Öffentlichkeit hervorgerufen hat. Denken wir an Dresden. Denken wir an die Gewalt gegen diejenigen, die sich den Nazis in den Weg gestellt haben. Auch das stieß auf wenig Akzeptanz. Keine Gewalt ist kein Ruf mehr, der 1989-90 nur in Osteuropa erschallte, sondern er schallt heute auch in Kairo und nicht zuletzt in Algier, wo viele Menschen mit der Regierung, die sie gegenwärtig haben, sehr unzufrieden sind und sich deswegen zurückhalten, weil sie kein Zurück in einen Bürgerkrieg wollen. Kein Krieg in Afghanistan, Algerien und, liebe Genossinnen und Genossen, im Augenblick ist das ganz aktuell, auch kein Krieg in Libyen ist die dazu notwendige Haltung der Linken in den internationalen Beziehungen. Die Ächtung von Gewalt, die Vermeidung und die Beendigung von Krieg, auch in den internationalen Beziehungen, muss gesichert werden. Liebe Genossinnen und Genossen, die Menschen in der Welt wollen Transparenz. Das klingt auf den ersten Blick erstmal nicht besonders aufregend, ist aber etwas Neues in dieser Qualität. Macht kann sich nicht mehr oder immer weniger über Herrschaftswissen absichern und akkumulieren. WikiLeaks hat gezeigt, dass heute nichts mehr auf Dauer geheim bleibt, dass sich Menschen, wenn sie wollen, irgendwann über alles informieren können, dass die Mächtigen im Dialog mit ihren
Informationen nicht mehr alleine sind, sondern dass Hunderttausende, ja Millionen Bürgerinnen und Bürger in der Lage sind, dem zu folgen, sich zu informieren. Dem, liebe Genossinnen und Genossen, kann sich auf Dauer keine Gesellschaft und keine Organisation entziehen, nicht einmal die mächtige USA, auch nicht China, auch nicht globale Konzerne. Sie alle werden sich damit auseinandersetzen müssen, dass Herrschaftswissen heute transparent wird. Das Internet, liebe Genossinnen und Genossen, besiegt nicht nur die Bild-Zeitung, wie man am Fall Gutenberg sehen kann, wo 30.000 Doktoranden innerhalb von 3 Tagen die Unterschriften gesammelt haben, um dagegen zu protestieren, mit welcher Eiseskälte die Kanzlerin hier versucht hat, den Minister zu halten, obwohl ganz klar war, er ist ein Betrüger. Liebe Genossinnen und Genossen, und im Übrigen sei es der Bild-Zeitung auch durchaus gegönnt, dass sie in diesem Fall mal eine Niederlage einstecken musste. Traditionelle Massenmedien wie Zeitung und Fernsehen verlieren an Einfluss auf die öffentliche Meinung. Die Menschen, liebe Genossinnen und Genossen, wollen Rechtsstaatlichkeit. Sie ist unverzichtbar für reale Freiheit und Demokratie. Die Mehrheit, nicht nur in den nordafrikanischen Staaten, nicht nur in Europa, auch in Deutschland, will einen korrekten und transparent arbeitenden Staat. Sie wollen keine von reichen und mächtigen Interessengruppen abhängigen Lobbyisten in Politik und Verwaltung. Wo Transparenz, korrekte Verwaltungsabläufe und Entscheidungen nicht gewährleistet sind, stehen immer mehr Menschen immer wieder dagegen auf. Das ist auch inzwischen in Deutschland so und, liebe Genossinnen und Genossen, eben auch in Brandenburg. Regierungsentscheidungen, auch in parlamentarischen Demokratien, brauchen immer mehr ergänzende, direkt demokratische Aushandlungsprozesse auf einer breiten Basis, um verlässliche Grundlagen für staatliches und öffentliches Handeln zu schaffen, eben mehr direkte Demokratie. Aber, liebe Genossinnen und Genossen, zur direkten Demokratie gehören auch Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und nicht andere für sich die Verantwortung übernehmen lassen. Es ist auch unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Probleme der Menschen, dass die Interessen der Menschen tatsächlich Eingang finden in die Politik. Aber vor allem ist es unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass dies die Menschen selbst tun. Nur wenn das passiert, nur wenn wir das hinkriegen, kann sich dieses Land, auch Brandenburg, nachhaltig zum Besseren entwickeln. Die Menschen wollen Gerechtigkeit, vor allem Verteilungsgerechtigkeit als Voraussetzung für soziale und zunehmend auch für ökologische Existenzsicherheit. Gerade der Kampf für soziale Gerechtigkeit stand immer im Zentrum linker Politik. Er erreicht mit den Revolutionen in Nordafrika eine neue Qualität. Frau Merkel hat nicht oft recht, aber ihr Vergleich mit den Entwicklungen, mit dem Fall der Mauer 1989-90 stimmt durchaus. Nur diese Mauer, die jetzt fällt, liebe Genossinnen und Genossen, ist keine zwischen Ost- und Westeuropa, sondern sie ist eine zwischen dem armen Süden und dem reichen Norden. Es wird eine ganz neue Qualität an internationaler Solidarität und Umverteilung von Reichtum zwischen Gesellschaften und Kontinenten notwendig werden, sollen die Versprechungen von Demokratie und Freiheit auch für Afrika wirklich in Erfüllung gehen. Nicht wenige Menschen haben sich von Afrika auf den Weg gemacht, diese Errungenschaften und Arbeit in Europa zu suchen. Der Umgang mit diesen Menschen in Europa, also auch hier in Brandenburg, wird zum Gradmesser für die real existierende Humanität in unseren Ländern. Und liebe Genossinnen und Genossen, das ist etwas, worauf wir uns ganz konkret bis runter in die Kommunen vorbereiten sollten, weil ich glaube, dass das Tatsache keine Panikmache ist, davon zu reden, dass hier eine Herausforderung auf uns zukommt, mit der wir vernünftig und human umgehen müssen. Diese Entwicklung trifft auf eine Europäische Union in der Krise. Es ist den Regierenden in den letzten Monaten und Jahren nicht gelungen, die Verursacher der Finanz- und Wirtschaftskrise in Haftung zu nehmen. Der Vertrag von Lissabon ist in wesentlichen Bestandteilen tatsächlich an der Realität gescheitert. Es gibt keine durchgreifende Regulierung der Finanzmärkte. Es gibt keine unabhängigen Ratingagenturen.
Es gibt keine Finanzmarkttransaktionssteuer, keine europäische Steuerharmonisierung, keine Steuern für die Reichen und Krisengewinnler. Im Gegenteil, die Banken zocken schon wieder im großen Stil. Die Boni für die Manager fließen zum Teil sogar direkt auf Kosten der Steuerzahler, wie bei der Hypo Real Estate. Das ist eine Unverschämtheit, liebe Genossinnen und Genossen, was uns da seitens der Banken, aber auch seitens der Bundesregierung angeboten wird. Die Krisenfolgen und die daraus resultierende horrende Staatsverschuldung führt zum größten Sozialabbau in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. Die kaum öffentlich bekannten Bedingungen, die der IWF und die Europäische Kommission für die Gewährung von Krediten für zahlungsunfähige Länder aufstellen, gleichen einer vollständigen Entmachtung nationaler Demokratien, führen zum Export der Agenda 2010 in immer mehr europäische Staaten, ruinieren die betroffenen Volkswirtschaften endgültig, zerstören die innereuropäische Solidarität und gefährden damit die Europäische Union insgesamt. Liebe Genossinnen und Genossen, diese Dokumente, die den Regierungen der Länder übergeben werden, wenn sie sich Kredite beim Europäischen Rettungsfonds geben lassen, haben Buchstärke. Auf hunderten von Seiten haben Bürokraten aus Brüssel aufgelistet, was in diesen Ländern zu geschehen hat, damit sie diese Kredite erhalten. Das geht bis dahin, dass Griechenland die Auflage erhalten hat, die Wasserwerke von Thessaloniki zu privatisieren, liebe Genossinnen und Genossen. Die Wasserwerke von Thessaloniki zu privatisieren. So detailliert sind die Auflagen, die die Staaten bekommen, die sich in die Abhängigkeit dieser Fonds begeben müssen, weil sie ansonsten nicht mehr in der Lage wären, ihren Staatshaushalt zu finanzieren. Das, liebe Genossinnen und Genossen, ist eine Form der Entdemokratisierung von Politik in Europa, die bis vor wenigen Monaten unvorstellbar gewesen ist, die aber in immer mehr europäischen Staaten die Realität bestimmt. Ehrlich gesagt, ich finde das nichts zum Klatschen. Ich finde das hochdramatisch, weil es auch viele Menschen gar nicht verstehen. Selbst die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundestages müssen wochenlang im Internet suchen, um auf diese Dokumente zu stoßen, um sie dann in Griechisch vorzufinden. Das ist nichts, was man irgendwo in der Zeitung lesen kann. Das ist nichts, was man öffentlich nachvollziehen kann. Nur die Menschen in den Ländern, die davon betroffen sind, die merken es sehr genau. Nur machen die in der Regel ihre eigenen Regierungen dafür verantwortlich, was sie natürlich im Falle der Umsetzung dieser Dinge sind. Aber ich glaube, dass hier tatsächlich eine europäische Entwicklung unterwegs ist, die uns im höchsten Maße besorgen muss. Liebe Genossinnen und Genossen, und in der Folge dieses Sozialabbaus haben wir es in der Tat in immer mehr europäischen Staaten mit dem Entstehen von rechtsextremistischen, nationalistischen, antisemitischen und anti-islamistischen Parteien zu tun, die tatsächlich über Masseneinfluss verfügen. Das sind keine kleinen Splittergruppen mehr, sondern das sind Parteien, die Tatsache Einfluss bekommen auf Regierungspolitik, wie das zum Beispiel in den Niederlanden der Fall ist. Liebe Genossinnen und Genossen, gerade deswegen wird der Kampf gegen Faschismus, gegen Nationalismus, Antisemitismus und Anti-Islamismus auch für uns immer wichtiger. Und ich möchte nochmal an dieser Stelle allen danken, die in Dresden dabei waren und geholfen haben, dass die Nazis dort nicht marschieren konnten. Es wird also, und das ist, glaube ich, wichtig für uns, in den kommenden Jahren schwieriger, soziale Gerechtigkeit durchzusetzen. Insbesondere die Durchsetzungsfähigkeit der Linken in Europa ist aus meiner Sicht gegenwärtig eher gering. Zahlreiche nationale Generalstreiks in vielen europäischen Ländern haben zu keiner Veränderung der Regierungspolitiken geführt. Man muss das konstatieren, auch wenn man es ungerne macht. Ein abgestimmter europäischer Widerstand gegen den Sozialabbau, getragen auch durch die Gewerkschaften, kommt bisher nicht zustande. Das ist jedenfalls die Realität. Die Sicherung des öffentlichen und des gleichen Zugangs für alle in der Daseinsvorsorge, in der Bildung, dem Gesundheitswesen, den anderen Sozialversicherungssystemen wird schwerer, liebe Genossinnen und Genossen, und eben nicht einfacher. Und dieser Realität werden wir uns auch in Deutschland stellen müssen. Wenn man also die Wünsche der Mehrheiten zusammenfasst,
kann man zu der Schlussfolgerung kommen, dass sich linke Politik insbesondere in Regierungen daran messen lassen muss, ob es ihr gelingt, mehr Demokratie, mehr Transparenz, mehr Gewaltfreiheit nach innen wie nach außen, mehr Rechtsstaatlichkeit und vor allem auch mehr soziale Gerechtigkeit durchzusetzen oder zumindest darum kämpft, Verschlechterungen zu verhindern. Es ist klar, liebe Genossinnen und Genossen, jetzt werden viele fordern, zumindest die Nachhaltigkeit und die ökologische Erneuerung der Produktion und Reproduktion muss in den Katalog der Kriterien mit aufgenommen werden. Ich teile das ausdrücklich, will ich an dieser Stelle sagen. Nur ist es zumindest, wenn es darauf ankommt, zum Beispiel bei Wahlen, aber auch bei Volksbegehren, bisher keine Mehrheitsmeinung. Man kann das zutiefst bedauern, aber die Wahlergebnisse, auch die Ergebnisse von Volksbegehren, sprechen da ihre eigene Sprache. Und auch das ist Realität. Man darf sie nicht ignorieren. Für linke Politik ist dieses Thema trotzdem wichtig, ja sogar zentral, wenn man von der Notwendigkeit des sozialökologischen Umbaus der Gesellschaften überzeugt ist. Und ich glaube, die Mehrheit hier im Saal ist davon überzeugt, dass der sozialökologische Umbau dieser Gesellschaft notwendig ist und dass er vorangetrieben werden muss. Manchen, liebe Genossinnen und Genossen, mögen diese Kriterien nicht genügen, sagen, das sei für linke Politik zu kurz gegriffen, reicht nicht aus. Andere wiederum werden sagen, das schafft ihr gar nicht, haltet ihr doch gar nicht ein. Für beide durchaus gibt es Belege. Das Vertreten von Mehrheitsmeinungen garantiert eben noch lange keine Mehrheit bei Wahlen und damit auch die Legitimation zur Realisierung dieser Ziele. Dafür brauchen wir viele Partner, im Konkreten in der Regierung mindestens einen, der vieles anders sieht als wir und mit dem wir im Koalitionsvertrag gerade an den Stellen Kompromisse machen mussten, wo dieser in anderen Konstellationen vermutlich parlamentarische Mehrheiten gefunden hätte. Ich denke, entscheidend für unsere Zukunft wird sein, ob wir unter Anerkennung dieser Kräfteverhältnisse glaubwürdig für unsere Ziele eintreten, ob deutlich wird, dass wir alles tun, um sie zu realisieren, Niederlagen, liebe Genossinnen und Genossen, eingeschlossen. In Brandenburg heißt das zurzeit, die parlamentarische Alternative zu Rot-Rot ist Rot-Schwarz. Eine andere Variante, die hier regieren könnte, gibt es nicht. Wer also Rot-Rot beurteilt, möge wenigstens einen Augenblick darüber nachdenken, unter welchen konkreten Bedingungen wir in einer Regierung mitarbeiten und auch darüber, wie eigentlich die Politik hier aussehen würde, wenn die Brandenburger CDU mit am Kabinettstisch sitzen würde. Wenn man das tut, beantwortet sich vielleicht auch für einige die Frage, ob es hier einen Politikwechsel gibt oder ob es keinen gibt. Vielleicht reicht ja schon ein Blick auf die bundespolitischen Aktivitäten von Rot-Rot, wie sie im Leitantrag aufgelistet sind, um zu einer Antwort zu kommen. Neben anderen Initiativen tritt die Landesregierung dort für mehr Steuergerechtigkeit, für die Sicherung bezahlbarer Mieten, die unentgeltliche Übertragung von BVVG-Gewässern an ostdeutsche Länder und Kommunen sowie gegen die Gesundheitsreform der Bundesregierung und die Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken ein. Brandenburg, liebe Genossinnen und Genossen, hat im Bundesrat der sogenannten Hartz-IV-Reform nicht zugestimmt. Wer hätte das nach dem Wahlkampf 2004 jemals gedacht? Ich weiß, dass das vielen nicht reicht. Aber man möge sich bitte und diejenigen, die unter uns dabei waren, nochmal das Jahr 2004 in Erinnerung rufen und welche konträren Positionen damals die heutigen Koalitionspartner hatten und welch langen Weg wir möglicherweise beide Parteien zurücklegen mussten, um an dieser Stelle zu einer Position zu kommen, die dann im Bundesrat heißt, nicht zustimmen. Ich sage ganz deutlich, wenn das keine Veränderung von Politik ist, dann weiß ich nicht, wodurch die sich überhaupt definieren soll. Zugleich gehört zu den Bedingungen, unter denen wir in der Regierung mitarbeiten, auch die gegenwärtige und zukünftige Entwicklung des Landeshaushaltes. Große Teile des Leitantrages, der euch vorliegt, beschäftigen sich damit und auch bei allen anderen Themen werden wir ganz sicher immer wieder darauf zurückkommen. Die Grundsituation ist bekannt und doch scheint es so zu sein, es haben sie noch nicht alle wirklich verstanden, beziehungsweise gehen nicht wenige davon aus, dass sie diese
Situation nicht berühren wird. Liebe Genossinnen und Genossen, wir müssen es unter uns laut und deutlich sagen und wir müssen es auch im Land deutlich sagen. Das ist ein Irrtum. Diese Situation wird uns alle beschäftigen. Das Schrumpfen des Landeshaushaltes hat nichts, so gut wie nichts, mit der Finanzkrise und nur zum Teil mit der unsozialen Steuerpolitik auf der Bundesebene zu tun, sondern vor allem mit dem Auslaufen des Solidarpaktes bis 2019 und dem Auslaufen von Sonderzahlungen des Bundes und der EU 30 Jahre nach der Herstellung der deutschen Einheit, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist seit langem bekannt, es trifft jetzt ein, aber es trifft uns immer wieder hart, wenn es dann konkret wird und wir müssen darüber reden. Brandenburg muss lernen, mit den verbleibenden Mitteln zu wirtschaften. Es gibt wenige Möglichkeiten, das zu erleichtern. Wir sollten sie versuchen zu benennen. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel eine andere Bundesregierung mit einer gerechten Steuerpolitik und einer finanziellen Entlastung der Kommunen. Das würde aber voraussetzen, dass wir uns über die Frage, ob wir in der nächsten Bundesregierung mitarbeiten wollten oder auch nicht, einig werden sollten. Die andere Möglichkeit heißt Stärkung der Steuereinkommen auf der Grundlage wirtschaftlichen Wachstums und die Stärkung der Binnenfrage durch Lohnsteigerungen und Mindestlöhne. Für beides sollten wir kämpfen und kämpfen wir, treten Gewerkschaften, aber auch unser Wirtschaftsminister Ralf Christoffers erfolgreich ein, zum Beispiel mit dem Vergabegesetz, auch wenn uns das immer noch quält. Wir sind ganz sicher, in Zukunft wird es in Brandenburg bei der Vergabe öffentlicher Aufträge einen Mindestlohn von mindestens 7,50 Euro geben. Und wir werden dafür sorgen, dass das dabei nicht bleibt, sondern dass er sich in der Perspektive auch weiterentwickeln kann. Das scheint euch nicht zu bewegen, mich bewegt es schon. Aber zugleich können wir nicht zwingend davon ausgehen, dass so alle Einnahmereduzierungen ausgeglichen werden können, liebe Genossinnen und Genossen. Selbst bei wirtschaftlichem Wachstum, selbst bei einer Bundesregierung, die eine andere Steuerpolitik macht, selbst bei einer finanziellen Entlastung der Kommunen, werden diese Einnahmereduzierungen, die jetzt eintreten, nicht zu kompensieren sein im Landeshaushalt. Es sei denn, und das ist die dritte Möglichkeit, die ja auch ernsthaft diskutiert wird, sie bestände in der Erhöhung der Nettokreditaufnahme. Das heißt, eine verstärkte Aufnahme von Schulden, um die Reduzierungen im Landeshaushalt aufzufangen. Unter uns, und das ist ja auch kein Geheimnis, gibt es einen Streit darüber, ob das sinnvoll ist oder auch nicht. Es gibt Genossinnen und Genossen, die das für einen durchaus gangbaren Weg halten. Liebe Genossinnen und Genossen, ich sage hier ganz klar, ich teile das nicht. Überschuldung führt in der Konsequenz nicht nur dazu, dass immer größere Teile des Landeshaushaltes für die Schuldentilgung benötigt werden. Sie machen vor allem in vielerlei Hinsicht abhängig von Diktaten der Kreditgeber. In der europäischen Politik lässt sich das zurzeit sehr genau beobachten. Ich habe hier bereits über Griechenland und Irland gesprochen. Jede Verschuldung hat irgendwann nicht nur finanzielle, sondern auch politische Konsequenzen. Man kann darüber streiten, wann die eintreten oder nicht eintreten. Eintreten tun sie irgendwann auf jeden Fall. Und deswegen, liebe Genossinnen und Genossen, ist es nicht nur die Schuldenbremse, die im Grundgesetz steht, die uns an dieser Frage sehr nachdenklich werden lassen sollte, damit wir nicht in die Situation kommen, von anderen fremdbestimmt gesagt zu kriegen, was wir hier im Land zu tun haben und was nicht. Und die Schuldenbremse, auch wenn wir sie abgelehnt haben, steht im Grundgesetz. Bis wir sie da wieder rauskriegen, liebe Genossinnen und Genossen, wird eine Weile dauern. Und da müssen wir dann wenigstens die Mehrheiten hinter uns haben, von denen ich vorhin gesprochen habe. Wir können uns ihr nicht entziehen, auch wenn sie uns nicht passt. Das will ich an der Stelle ganz deutlich sagen. Es ist daher gut, dass wir im Leitantrag klar formuliert haben, mit welchen Grundsätzen wir an die Haushaltsplanung für die kommenden Jahre herangehen wollen. Der erste linke Finanzminister im Bundesland hat hier eine Herkulesaufgabe zu leisten. Helmut Markov hat dabei unsere Unterstützung und unsere Ministerinnen und Minister werden sich dieser Herausforderung stellen, wie sie sich in den letzten 15 Monaten erfolgreich vielen anderen Herausforderungen gestellt haben. Zugleich, liebe Genossinnen und Genossen, ist klar,
Nur mit linken Ministern ist das nicht zu stemmen. Es kann nicht sein, dass sich ein Mitglied des Kabinetts versucht, auf Kosten der Kollegen mit langem Fuß vom Acker der Haushaltskonsolidierung zu machen. So werden wir die Zukunft Brandenburg nicht meistern, um das hier ganz klar zu sagen. Entweder alle oder keiner. Das muss deutlich gesagt werden. Haushaltskonsolidierung ist nicht die Sache eines Ressorts, sondern muss von allen gemeinsam geleistet werden. Aber, liebe Genossinnen und Genossen, auch das Kabinett wird diese Aufgabe nicht alleine meistern. Gefragt sind die Fraktionen, die Parteien bis in die Kommunen. Gefragt sind auch die Bürgerinnen und Bürger, nicht zuletzt die Gewerkschaften und andere Interessenvertretungen. Jede und jeder hat das Recht und die Pflicht, auf entstehende Probleme hinzuweisen. Jede und jeder sollte gehört und einbezogen werden, aber alle müssen wissen, welcher Handlungsrahmen für alle zur Verfügung steht und sind gebeten, das in ihre Erwägungen einzubeziehen. Sollte sich der eine oder andere mit seinen Interessen durchsetzen, geht das in Ordnung, wenn die Bürgerinnen und Bürger das so wollen. Nur, liebe Genossinnen und Genossen, der Handlungsspielraum für die Landesregierung, alle Interessen angemessen zu berücksichtigen, wird dadurch nicht größer, sondern kleiner. Und das muss man klar aussprechen, ansonsten kann man die nötigen Kompromisse nicht miteinander schließen. Und liebe Doro, lieber Andreas, freue mich, dass du jetzt auch da bist. Ich begrüße Andreas Schuster, den Vorsitzenden der GdP hier bei uns auf dem Parteitag. Lasst uns gemeinsam darüber reden, was wir können, was wir nicht können, was wir versuchen auch gemeinsam durchzusetzen, und lasst uns auch offen darüber reden, wo unsere Möglichkeiten sind und unsere Grenzen. Ihr entscheidet natürlich dann selbstständig darüber, wie wir damit umgehen können oder ihr damit umgeht. Das ist völlig klar. Unterm Strich müssen wir versuchen, gemeinsam diese Situation zu bewältigen. Versuchen wir es gegeneinander, haben wir, glaube ich, am Ende alle nichts davon. Das sollte uns zumindest zu denken geben. Liebe Genossinnen und Genossen, ein Thema hat uns alle in den letzten Wochen besonders bewegt, und ich sehe gerade, meine Zeit geht zu Ende. Aber ich werde natürlich trotzdem dazu reden, weil euch das ja alle so bewegt. Meine Redezeit geht zu Ende, ja, ja. Vielleicht die andere auch. Liebe Genossinnen und Genossen, es hat uns alle sehr bewegt in den letzten Wochen und Monaten, das Thema CCS. Warum das so ist, ist völlig klar. Der Umgang mit der Braunkohleverstromung zählt mit zu den kompliziertesten Kompromissen, die wir im Koalitionsvertrag abgeschlossen haben. Und immer wieder erschallt im Land der Ruf nach Neuverhandlung des Koalitionsvertrages. Und immer wieder ist die Antwort, es kann keine Neuverhandlung des Koalitionsvertrages geben, es sei denn nach Neuwahlen. Pacta sunt servanda, liebe Genossinnen und Genossen. Der Vertrag ist abgeschlossen. Und er gilt 4, 5 Jahre. In diesem Vertrag, das war lateinisch, Anita, das war nicht ausländisch. Der Vertrag gilt 4, 5 Jahre. Und liebe Genossinnen und Genossen, die Linke tut daran, zu den Kompromissen, die in diesem Vertrag abgeschlossen worden sind, zu stehen. Weil wenn wir von der anderen Seite Vertragstreue bei der Einhaltung der Versprechungen und Versprechungen für uns, für unsere Seite sozusagen fordern, können wir nicht umgekehrt anderes verlangen. Wir müssen uns daran halten. Klar ist auch, es ist ein Kompromiss. Und dieser Kompromiss sagt auf der einen Seite, dass wir für die Erforschung und Erkundung von CCS in Brandenburg sind. Auf der anderen Seite sagt er klar, was wir nicht wollen, nämlich eine Gefährdung der Menschen, der Umwelt, der Tiere, des Eigentums. Die Frage lautet im Moment also, was heißt das für uns konkret? Was müssen wir tun, damit dieser Teil des Koalitionsvertrages Realität wird? Dazu hat das Kabinett einen Beschluss gefasst, der Landesvorstand hat einen Beschluss gefasst. In diesem Beschluss haben wir klar zum Ausdruck gebracht, was wir meinen, was das heißt, keine Gefährdung von. Und liebe Genossinnen und Genossen, da steht zum Beispiel auch drin, wir wollen keine Lex Brandenburg. Und deswegen gibt es heute einen Antrag zum CCS-Gesetz, das als Referentenentwurf im Moment auf der Bundesebene vorliegt, in dem genau das drin steht. Erstens, wir stehen zum Koalitionsvertrag. Zweitens, wir gestalten die Klausel, was heißt das, keine Gefährdung aus. Wir wollen keine Lex Brandenburg. Und der Wirtschaftsminister und der Landesvorstand und andere,
Thomas Dommes, Pierre Jürgens haben mitgeholfen zu formulieren, welche Erwartungen wir an ein CCS-Gesetz hier in Brandenburg haben. Das ist das, was aus meiner Sicht im Rahmen dieses Kompromisses möglich ist. Ich verstehe, wenn andere mehr wollen. Aber ich sage auch als Landesvorsitzender dieser Partei, ich stehe zum Koalitionsvertrag. Ich stehe dazu, dass das die Politik des Landes ist, weil ich will, dass auch alles andere, was im Koalitionsvertrag aufgeschrieben worden ist, eingehalten wird. Weil ich will, dass die sozialen Verbesserungen in diesem Land eintreten. Weil ich will, dass die Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen auch Dinge mittragen, die sie möglicherweise ohne uns nicht tragen würden. Das ist der Kompromiss. Dazu stehen wir und daran sollten wir uns halten. Ich denke, dass ich an dieser Stelle auf jeden Fall noch zwei, drei Dinge zu den anderen Anträgen sagen sollte, die uns heute hier beschäftigen werden. Ich will es kurz machen. All diese Anträge beschäftigen sich mit konkreter Landespolitik, mit der Bildungspolitik im Land, mit Kommunalstrukturen, mit der Enquetekommission, mit der Integration, mit dem Wassergesetz, mit ökologischen Kriterien für unsere Gesetzgebung, mit der Arbeitnehmerfreizügigkeit, mit dem Grundeinkommen. Also alle diese Anträge beschäftigen sich mit konkreter Politik, die wir hier im Land Brandenburg gestalten wollen. Ich finde es gut, dass wir in allen diesen Anträgen unsere eigene Position für Politik hier in Brandenburg formulieren und deutlich machen, wofür die Linke steht, auch in Regierungsverantwortung. Und ich wünsche mir, dass die ganze Partei unter Hinzuziehung dessen, was ich gesagt habe, was den Rahmen bildet, hier darüber diskutiert, wie wir diese Ansprüche unter den konkreten Bedingungen, in denen wir hier sind, auch tatsächlich in reale Politik umsetzen können. Ich glaube, dass das unsere Hauptaufgabe ist, wenn ich diesen Begriff nach 20 Jahren mal wieder in den Mund nehmen darf. Liebe Genossinnen und Genossen, es liegen weitere Anträge vor, Anträge zur Satzung. Da wird sicherlich morgen hier einiges zu sagen sein. Ich will dem gar nicht vorgreifen. Wir haben vieles davon über viele Jahre jetzt diskutiert. Es ist Zeit, es zu entscheiden. Die Entscheidung liegt bei euch. Ich hoffe, wir werden sie hier auch heute und morgen treffen. Liebe Genossinnen und Genossen, es gibt aber auch einen Antrag zur Parteireform. Andrea hat davon hier gesprochen in ihren Begrüßungsworten. Und ich will einfach zu diesem Antrag sagen, dass wir seit 2003 das erste Mal wieder über eine Parteireform miteinander hier auf einem Parteitag diskutieren. Das letzte Mal war im November 2003. Ich kann mich als ehemaliger Landesgeschäftsführer noch sehr gut an diese Debatte erinnern. Sie war sehr leidenschaftlich. Es wurde vieles formuliert, was in diesem Antrag nicht drin steht. Und liebe Genossinnen und Genossen, das war vielleicht sogar so, dass da vieles nicht drin gestanden hat. Er wurde nach heftiger Debatte dann letztlich beschlossen. Die Partei hat sich in diesen 8 Jahren erheblich verändert. Wir haben viele neue Mitglieder dazu bekommen. 8 unserer Kreisvorsitzenden in Brandenburg sind inzwischen jünger als 35 Jahre. Es gibt auch einen Generationswechsel bis tief in die Kreisebene hinein. Es wird also Zeit, sich mit einer neuen Parteireform zu beschäftigen. Nun ist dazu viel diskutiert worden, es ist viel Papier beschrieben worden und die Genossinnen und Genossen, allen voran Maria und Matthias, haben sich große Mühe gegeben, einen Vorschlag zu machen, von dem sie glauben, dass er derjenige ist, den die Partei im Moment braucht und von dem sie aber auch wissen, dass viele Genossinnen und Genossen sich in diesen Antrag eingebracht haben, um tatsächlich nicht nur über Parteireform zu reden, sondern sie dann auch in die Praxis umzusetzen. Nun ist es, wie es ist. Sobald es um unsere Innereien geht und um Reformen, gibt es natürlich auch sofort ein Kontra und einen alternativen Antrag. Das gehört dazu in der Politik, das ist gut so. Ich denke trotzdem, wir sollten hier auf diesem Parteitag eine Entscheidung treffen und diese Entscheidung nicht mehr vertagen. Warum sage ich das? Der kommende Landesvorstand, der in circa einem Jahr gewählt werden wird, muss schon wieder die nächsten Wahlen vorbereiten. Die nächsten Bundestagswahlen sind diesmal als erste dran, danach kommen die Kommunal- und Europawahlen und danach kommen dann schon wieder Landtagswahlen. Dieser kommende Landesvorstand wird also relativ wenig Zeit haben, sich tatsächlich um eine tiefgreifende Parteireform zu kümmern. Deswegen, liebe Genossinnen und Genossen, bitte ich euch darum, gebt dem jetzigen Landesvorstand ein Mandat, mit der Arbeit zu beginnen. Ich bin ganz sicher, am Ende der Reform wird vieles von diesem Antrag ähnlich
wenig relevant sein, wie das in dem ersten Antrag von 2003 war. Und trotzdem müssen wir jetzt anfangen, die Partei zu modernisieren, sie zu verjüngen. Wir müssen Mitglieder gewinnen. Wir müssen uns auf die modernen Kommunikationsmittel einstellen. Wir müssen sie überall nutzen, damit wir erfolgreich politisch sowohl in der Partei als auch in der Öffentlichkeit arbeiten können. Liebe Genossinnen und Genossen, ich würde mir wahrscheinlich schwere Kritik einfangen, wenn ich zwei Dinge nicht oder drei Dinge nicht benennen würde in meiner Rede heute. Erstens, wir sind mittendrin in Landtagswahlen. Von dieser Stelle aus möchte ich nochmal den Hamburger Genossinnen und Genossen herzlich zu ihrem Wiedereinzug in die Hamburger Bürgerschaft gratulieren. Das war eine tolle Leistung und wie wir wissen, nicht unbedingt eine, die leicht war. Zweitens, wir haben Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Wolf Gallert hat am vergangenen Wochenende zu uns gesprochen. Er will Ministerpräsident werden. Ich weiß gar nicht, ob ich ihm das wünschen soll. Aber wir wünschen den Genossinnen und Genossen in Sachsen-Anhalt natürlich viel Erfolg bei ihrem Wahlkampf. Genauso wie denen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, denen wir in der Tat den Einzug in den Landtag wünschen. Jeder, der was anderes erzählt, erzählt Unsinn, liebe Genossinnen und Genossen. Wir haben aber im Land auch Bürgermeisterwahlen. Margitta würde mich sicherlich kritisieren, wenn ich das vergessen würde, zu Recht. Ich muss auch aufhören mit der Rede, aber Margitta, dafür hast du Verständnis, dass ich das noch erwähne. Unter anderem ist gestern Carsten Preuß in Zossen als Bürgermeisterkandidat für uns aufgestellt worden. Carsten war Mitinitiator der Massenpetition im Deutschen Bundestag gegen die Privatisierung der Seen in Ostdeutschland. Und ich wünsche Carsten unglaublich viel Glück und Erfolg bei seiner Wahl. Ich würde mich freuen, wenn er der nächste linken Bürgermeister für uns hier in Brandenburg und in Zossen wäre. Liebe Frauen, zum Frauentag sagen wir heute noch vieles. Deswegen halte ich mir kurz, aber ich will mir auch nicht die Kritik gefallen lassen, dass ich dazu nichts gesagt hätte. Ich glaube, das ist ein historisches Ereignis, das wir gemeinsam gut miteinander gestalten sollten. Die Linke in Brandenburg kämpft gemeinsam, liebe Genossinnen und Genossen. Jeder, mich inklusive, macht dabei Fehler. Gott sei Dank machen wir selten alle zur gleichen Zeit denselben Fehler. Daher haben wir in den letzten Wochen auch mal miteinander gezofft, aber letztlich immer wieder zu dem zurückgefunden, was uns in der Vergangenheit stark gemacht hat. Transparenz, Dialog, Solidarität und wenn es hart auf hart kommt, auch Geschlossenheit. Liebe Genossinnen und Genossen, dabei sollte es bleiben. Dankeschön.